Hallo und einen guten Abend. Wir haben Dienstag, den zweiten Stream der Woche, und heute gibt es eine weitere Episode in unserer Bollard-Woche in Geotastic. Gerade beim letzten Mal haben wir richtig... Hallo Jürgenos! Gerade beim letzten Mal haben wir richtig Fortschritte gemacht. Wir kriegen die meisten Länder anhand der Bollards innerhalb von 3 Versuchen raus. Hoffen wir mal, dass das heute auch noch so ist. So langsam prägt sich das alles ein. Und danach gibt es unseren neuen Crusader Kings Run. Es gab länger kein Crusader Kings mehr, abgesehen von Game of Gods, das Freitag wiederkommt. Aber heute nach Geotastic, in ungefähr einer Stunde, gibt es einen neuen Run mit einer Menge Mods. So. Oh, Moment, hier. So. Jetzt bin ich richtig ausgeleuchtet. Oh, du hast halt ein rumänisches... welchen denn? Es gibt ja verschiedene. Hast du diesen... Der so ein bisschen nach Grabstein aussieht. Hast du den gesehen? Diesen rot-weißen? Oder den anderen, der so türkisch aussieht? Genau, den... Den türkischen Bollard gibt's offensichtlich in der Türkei, in Rumänien und Australien und damit auch auf den Christmas Islands. Hatte Angst, dass es doch Türkei ist. Ja, verstehe ich. Hattest du nur einen Guess, oder? Oder was? Welcher Modus war es denn? Wir gehen wieder auf Sea Dogs Map. Ich wünsche mir nur, es gibt ein paar mehr Drops, dass sich die ein bisschen mehr unterscheiden. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich besser als die. Auch wenn da ein paar Länder bei sind, wo man die Bollards jetzt wirklich nicht zwingend kennen muss. Battle Arena. Country Battle. Country Guessing. Time. No Movement. Und wir bleiben auf 3 Versuchen. Denn das ist mein neues Ziel. Innerhalb von 3 Versuchen die Länder rauskriegen. Quasi Country Battle geeignet. 20 Runden. Sieht gut aus. Jo. Dann gibt's hier den Link. Ah, Daily Challenge. 60 Sekunden Pinpointing. Ah. Ja, da ist natürlich schwer, wenn man... Da hat man nur einen Versuch. Ich glaube, ich will ab nächster Woche auch wieder mehr Instinct Pinpointing spielen. Der Modus ist eigentlich echt cool. Ziemlich hart, aber echt cool. Ja, und da geht's direkt los. Ist das die neue Senegal-Meter mit diesem Auto? Ja. Ja, ja, ja. Oh ja, und das ist... Das geht ja gut los. Ja, wir haben auf jeden Fall Rechtsverkehr, ja. Aber ist das überhaupt Europa? Ja, das ist ein absoluter 0815-Bollard. Keine Ahnung. Scheiße. Oh, so viel zu meiner Challenge. Ich hab keinen Schimmer. Portugal. Moin Radler!
Oh, Platinum 2. Sehr gut. Glückwunsch, Andy. Sehr gut. Immer weiter nach vorne. Bald bist du auch Diamond Rank. Vor allem lohnt sich für Pinpointing auch andere Sachen zu lernen. Indonesische Inseln unterscheiden. Ja, Pinpointing ist krass. Und Flag Battle hat dich jetzt auch gecatcht. Oha. So, willkommen in der Selbsthilfegruppe für Geotastik-Süchtige, Andy. Da bist du hier genau richtig. Deutschland? So, der gelbe Mittelstreifen irritiert mich ein bisschen. Aber das wird wohl Finnland sein. Auch wegen den Außenbahnmarkierungen. Kroatien. Ah, das ist das Problem. Ich erinnere mich ja auch langsam einfach an den Drop und weniger an den Bollard. Aber ich kann von C-Dog auch schlecht verlangen, irgendwie 500 Drops in die Karte zu packen, einfach nur für mich. Bei Flaggen finde ich nur selten Gegner ewig nicht mehr gespielt. Echt? Ich habe immer das Gefühl, Flag Battle findet man am schnellsten Gegner. Wird mir hier gezeigt, wie ich Entzug machen kann? Nee, das ist ein bisschen missverständlich. Bei unserer Selbsthilfegruppe geht es nicht ums Aufhören, sondern wir ermutigen uns einfach, noch tiefer reinzugehen. Ja, genau, da sagt Jürgenos das auch. Oh, willst du den Link, Andy? Ja, bitte sehr. Den vergesse ich jedes Mal. Holland? Keine Ahnung. Das ist der eine, den ich mir nie merken kann, irgendwie. Das ist auch so ein Bollard, der ist so mega nichtssagend. Oh, warte, ist das hier der sizilianische? Nee, fuck. Ja, ich weiß es nicht. Rumänien. Hat Rumänien jetzt drei verschiedene? Ja, aber das ist ein Land, da braucht man den Bollard nicht für. Alles, was du für dieses Land brauchst, ist die Schrift. Da. Zack. Super, super einzigartige Schrift. Gibt's nur da und erkennt man auf den ersten Blick. Okay. Das ist jetzt natürlich gecheatet. Ah gut, wie sieht der Bollard hier aus? Das Land haben wir jetzt ja schon. Nehmen wir uns einen Moment, um den mal zu analysieren ein bisschen. Der ist sehr flach und oben nicht angewinkelt. Ansonsten aber schwarz-weiß mit einem weißen Reflektor. Auf der Rückseite ist gar nichts drauf. Moin, Schachwala. Bitte sehr, da ist der Link, falls du rein willst. Schweiz. Was? Aber der ist doch so rund. Ungarn. So, Ungarn hat auf der Rückseite keinen Reflektor. Ist aber auch nicht Standard-Bollard in Portugal. Ja, das ist das Schlimme, wenn Länder verschiedene Bollards haben, wie Rumänien, einfach drei verschiedene. So, den kennen wir.
Den siehst du vielleicht ein von 15 Mal. Eieiei. Also lohnt sich fast nicht, sich den zu merken. Moment, habe ich nicht nur Move angestellt? Was war das denn? Was? Oh. Es gab ein Land, das noch so einen österreichisch-slowenischen Bollard hatte. Und das war eigentlich Montenegro, aber Russland. Aber Russland hat auch safe auch zig verschiedene. Flach, hat einen roten Reflektor, auf der Rückseite weiß, der ist auch angewinkelt. Kroatien? Montenegro sieht anders aus, Albanien? Nee, Griechenland sieht anders aus, Normax sieht anders aus, Serbien sieht anders aus, Rumänien sieht anders aus, ja, bleibt nur Bulgarien. Ach, die Ukraine lacht. Russland kann alle Bollards haben. Ja, das glaube ich auch. Ja, das sind Länder, da brauchst du die Bollards nicht für. Vor allem sind die wahrscheinlich super selten und die findest du hier fast nirgends wahrscheinlich. Wobei, Ecuador ist schon von den Ländern hier oben noch am schwierigsten zu erkennen. Das ist vielleicht doch nicht so verkehrt, das zu wissen. So eine weiß-rote Metallstange. Wieder Russland, ja? Ja. Ecuador hat extrem häufig Bollards. Wenn nicht in der Stadt. Okay, dann ist das wirklich gut zu wissen. Denn Ecuador ist eigentlich das... Also Ecuador erkenne ich eigentlich daran, dass es nichts gibt, woran man es erkennt. So, ja, Guatemala hat Stangen, Kolumbien hat gelbe Nummernschilder, Peru, Chile, Argentinien, Uruguay haben alle spezielle Autos, Bolivien auch. Ecuador ist ein bisschen das Land, das eigentlich nichts Besonderes hat. Genauso wie die Bollards von Kroatien ein bisschen. Dann freue ich mich jetzt über die neue Argentinien-Meter. So, Lego-Bollard mit Nutzi. Die sehen immer ein bisschen anders aus in Ecuador, aber sind alle dünn, klein und rund. Dünn, klein und rund. Da steckt irgendein Witz drin. Ja gut. Komm. Da braucht man wirklich keine Bollards. Es gibt genau zwei Länder mit so einer Schrift. Oh, Jürgenos, was ist da denn passiert? Spielst du wieder No Move? Wahrscheinlich, ne? Lavakere sagt, ich hab auch was dünnes, kleines, runde in der Hose, aber ich würde es kein Bollard nennen. Warum denn nicht? Vielleicht ist das ja einfach Next Level Dirty Talk. Wenn du eine Freundin hast, die richtig, richtig gerne Geotastic spielt, vielleicht bringt das ja was. Die Bollards verwirren mich so stark. Und darum müssen wir sie üben. Japan oder Korea? Ja. Sehr seltsamer Bollard. Ah, hallo Sidok! Willst du ein bisschen mitüben? Auch wenn du das wahrscheinlich auch nicht wirklich nötig hast. Ah, dieser kaputte. Was war das nochmal? Auf der einen Leiche und hier nicht. War das Schweden? Ja.
nicht wirklich verlässlich irgendwie. Das muss Ungarn sein, weil der auf der Rückseite keinen Reflektor hat. Genau. Nice. Direkt nochmal rein. Zack. Servus, gerade nochmal meine Bollards in Pantoffels Liste abgeglichen mit ein paar... Oh! Also in Pantoffels Liste oder in die Karte hier mit hinzugefügt? Denn langsam habe ich das Problem, dass ich die Drops erkenne und nicht die Bollards. Serbien. Da ist der Reflektor immer ein bisschen nach links versetzt. Neue Drops in die Maps. Ah, oh, da freue ich mich richtig. Schönes Update. Was bist du denn? Was bist du denn? Auf der Rückseite hat er keinen Reflektor. Vorne ein bisschen wie Ungarn, aber mit einem weißen Reflektor. Oh. Radio SRF. Okay, die Schweiz hat auf der Rückseite keinen Reflektor, das kann man sich merken. Auch neue serbische, das sind zwar andere, aber auch seitlich interessanterweise. Das ist gut, wenn die dabei bleiben, da kann man es immer noch erkennen. Er war nicht rund! Ja, stimmt, eigentlich hat die Schweiz doch so super runde. Fuck, jetzt hat sogar so ein kleines Land wie die Schweiz unterschiedliche Bollards. Warum? Oh. Hier, das sind die Runden. Das sind die Runden, Schweiz-Bollards. Aber auch nichts auf der Rückseite. Oder ist das derselbe Drop? Ich weiß gar nicht. Rumänien, oder? Ja, das sind die rumänischen Grabsteinbollards. Aber hier nicht aus Stein, sondern aus Plastik oder was? Ah, der war neu. Aber auch schon griechische Bollards in Frankreich nahe der deutschen Grenze gesehen. Ja, Frankreich ist aber sowieso... Ey, Frankreich ist richtig wild eigentlich. Frankreich hat unterschiedliche Bollards, die haben super viele unterschiedliche Nummernschilder. Alter, Frankreich ist einfach... Meine Güte, ey. Oh, hab ich wieder vorgesagt, Andi. Mach mich mal lieber stumm. Ah. Ja, jetzt müsste man die Rückseite sehen, ne? Ob er da zwei Punkte hat. Dann ist es nämlich das hier. Jo. Ja. Oh, Jürgenos hat sich diesmal gemerkt. Guck mal, hier kann ich mich wieder bewegen, obwohl ich noch Move gesagt habe. Das ist komisch. So, hier geht's nicht. Aber müssen wir auch nicht, denn das ist UK. Der ist neu. Aber das weiß ich. Wer hat die oben nochmal abgeschnitten? Waren das diese außergewöhnlichen Sizilien-Bollards? Nee. Bollards innerorts. Irgendein Land hatte oben so abgeschnittene Bollards. Also Kroatien ist es nicht. Slowenien, Österreich ist es nicht. Montenegro ist es nicht, ne? Nee, nee.
Albanien auch. Ist es der zweite Normakollat? Nein. Bulgarien? Das ist aber ein anderer als sonst. Sobald du richtig warst, darfst du dich bewegen. Aber wenn man auch zoomen und sich drehen ausschaltet, dann kann man die Rückseite von dem Bollard nicht sehen. Das ist aber nicht der normale, oder? Die haben doch eigentlich so einen anderen, oder nicht? Wo links noch so ein extra Ding dran ist. Wieso muss ein kleines Land wie San Marino zwei verschiedene Bollards haben? Das ist doch nicht nett. Was, der war normal? Na, dann kenne ich aber einen anderen normalen. Der hat so einen normalen Bollard und hier ist dann nochmal so ein kleines Kästchen dran mit einem roten Reflektor. So kenne ich eigentlich San Marino Bollards. Hallo Nalania. Wir üben mal wieder Bollards. Noch eine gute halbe Stunde. Das ist dann, ne? Was? Ist das Bulgarien? Oder ja, Russland? Ah, okay, das ist der neue serbische Bollard, oder was? 2D-Bollard? Den hätte ich mir jetzt, ehrlich gesagt, gerne nochmal genauer angeguckt. Schweden hat wirklich den allerlangweiligsten Bollard von allen. Den erkennt jeder sofort. So, Nalania, wie geht's denn? Wie war denn dein Tag so? Kennst du gar nicht, du. Hier. Ah, den würde ich gerne mal von der anderen Seite sehen. Ja, gut. Also die Rückseite hat einen weißen Reflektor. Vorderseite ist sehr schwer zu sagen. Jetzt müsste man halt wissen, ob der auf der anderen Seite rot ist. Ja, Mensch. Ja, kann ja alles sein. Es kann ja alles sein. Ich bleib mal beim Balkan. Bulgarien, okay, na gut. Oh, bei mir ganz gut, Nalania. Ich habe sehr, sehr wenig geschlafen. Sehr, sehr wenig. Und ich hoffe, ich habe die geistigen Kapazitäten gleich für Crusader Kings. Aber abgesehen davon geht's mir gut. Freut mich, dass dein Tag auch gut war soweit. Okay, ich hab... Jetzt habe ich schon gesehen. Ach so, hier, da sieht man es auch. Die... Alles klar, das ist ein neuer Drop. Hier sieht man den Zwillingsbollard mit den zwei gleichen Reflektoren. Was lustig ist, weil der Bollard auch in zwei verschiedenen Ländern vorkommt. In Tschechien, was schon raus ist, und der Slowakei. Da hat man also immer eine 50-50 Chance. Da haben wir nochmal von nah.
sondern bei euch anderen, wie waren denn eure Tage so bisher? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr schlafen können als ich. Aber morgen und übermorgen habe ich erstmal Stream frei, als kurze Erholungspause, bevor Freitag Game of Gods ist. Ist das der Sheffield-Roller? Ach, guck mal, hier unten gibt's den auch. Isle of Man. Nee, nicht Isle of Man, der hat einen roten Reflektor. GG. Und direkt nochmal rein. Der braucht schon die Rückseite. Ich! Holen Bollard. Zack. So rot-weiß wie die Flagge. Hat der Nupsi? Das ist aber der Lego-Bollard, oder? Hier. Österreich, Slowenien. So. Ansonsten noch Montenegro. Ein Praktibike? Was zur Hölle ist denn ein Praktibike für ein Pokémon? Der ist schon sehr rund, oder? Ja. Alter, was bist du denn für ein Ungetüm? Okay, wir sind hier auf jeden Fall nicht in Europa, so viel ist klar. Wer ist er denn? Haben wir gelbe Nummernschilder? Nee, Kolumbien ist da auch schon raus. Kolumbien, Ecuador? Oder ist das in Asien vielleicht? Vielleicht ist das ja auch Singapur oder so. Malaysia, okay. Welche Form packen wir auf den Bollard? Ja! Town sein, ne? Oh, Baby! Oh, Jürgenos. Lit. Super easy. So, den erkennt man direkt. Das ist der Spanien-Drop, wo man die Rückseite nicht sieht, aber da hat er zwei Punkte, der Bollard. Da erinnere ich mich auch an den Drop. Spielen wir, glaube ich, wieder ein bisschen Country Battle.
Griechenland, ja? Yes. Quadratischer Reflektor. Ich verzweifle gerade am US-Nummernschilder lernen. Glaub mir, das ist der letzte Dreck. Ja, das... Also Bollards war ja etwas, wo ich immer gesagt habe, irgendwann müssen wir das mal machen. Aber Nummernschilder von US-Bundesstaaten lernen, alle auf gar keinen Fall. Die ganze geblurrte Scheiße. Niemals werde ich... Das werde ich nicht mal versuchen. Jürgenos sagt auch, deshalb versuche ich das nicht. Oh, Reunion ist auch drin. Oh, nö. Oh, oh. Das ist doch der Beschissbollard, oder? Ja! Ja. Das sieht aus wie Neuseeland oder Australien, aber ist die Isle of Man. Ist das Norwegen, ne? Jo! Den kannte ich sogar schon. Oh, Andi, sehr gut. Ah, der dritte Rumäne, ne? Ja, der dritte Rumäne. Wie die Bollards schon einfach Spitznamen von mir kriegen. Ach nee, das ist der hier der australische Imposter-Türke. Ja. Ja, stimmt. Ach ja, dieser komische neue Samarino-Bollard, den ich noch nicht gesehen habe, ne? Genau. Ja, ich hab's mir gemerkt. Ich hab's mir gemerkt. Easy. In dem Menü. Zwillingsbollard. Hab gestern Brasilien und Philippinen Phone Codes gelernt. Das ging eigentlich extrem schnell. Eieiei. Ja, das sind die Sachen, die brauchst du dann für Pinpointing. Ein Grund mehr, selten Pinpointing zu spielen. Und Deutsch? Oh no. Dann würde ich sagen... Europe? Country Battle, Country Guessing, Balance... Ein, three, drei Leben, 10 Runden. Macht euch bereit. El Greco. Nein, was ist das denn? Geh weg. Mann, wie viel Zeit mich das jetzt gekostet hat. Irgend so eine Schaltfläche geklickt, die ich noch nie gesehen habe. Frech. Was haben wir hier? Bratislava. Bratislava war... Scheiße. Ach hier, da. Was? Oh, was? Nein, null Punkte. Ungarn, das einzige von den drei Ländern. Mann. Es sind vier Länder, die in der Nähe von Bratislava sind.
Ich habe 3 davon gegessen und das 4. wäre es gewesen. Das ist ja frech. Bex ist Wien auf Ungarisch? Das wusste ich nicht mal. Keine Ahnung. Da. Bex. Ah, da haben wir auch das gelbe Nummernschild. Hätte schneller gehen können. Minion? Nee. Keine Holy Poles. Kann man hier erkennen? Ah, das ist ja Deutsch. Ist das denn Deutsch? Slowenien? Hä? Warum ist das denn auf Deutsch? Ja, sie haben ihr Schild wohl in Deutschland gekauft. Alle fahren da dran vorbei und denken sich, hä, was steht denn da? Ja, willkommen auf der Bergstraße. Ja, Griechenland? Ja, sah griechisch aus. Oder war ein Bollard? Aber meinst du in Serbien, ja? Da hat es mir ja auch der Bollard gerettet. Slowenien, oder? Was? Kroatien? Auch eher. In Griechenland war auch einer. Ah. Habe ich da nicht gesehen. Ach Mann, warum denn nicht? Oh, was? Hier ist ein dickes Schild. Ist das Serbien? Ja, oh Gott. Da merke ich, dass ich nicht ausgeschlafen bin. Direkt vor mir so ein riesiges gelbes Schild und ich gucke halt einfach nicht drauf. Die gelbe Innenbahnmarkierung. Da denke ich immer erst an Norwegen. Da hat's der Bollard geregelt. Oh, letzter geworden. Das geht so nicht. Direkt wieder rein. Das geht so nicht. Ein bisschen Energie hier. Wieso habe ich keinen Sound? Die Website ist bei mir nicht stumm geschalten. Habe ich irgendwie den Ton gemutet? Ich höre keinen In-Game-Sound. Da. Schwein. Ach Mann, hier sind Bollards. Wieso weiß ich es denn jetzt nicht, wo wir sind?
Ja, da hat sich das Bullertraining aber gelohnt. Och, das ist jetzt demotivierend. Was ist denn das? Oder ist das Luxemburg? Okay, ja, der graue. Der graue Reflektor. Grünglas. Das klingt irgendwie polnisch. Ja. Hier, diese roten Symbole für Landstraßen. Hier die SU-Endung Goldovita. Goldenbrau. Das gute Goldenbrau. So, ich lerne. Italia. Turin und Mailand. Autostrada. Die haben dasselbe Autobahnsymbol wie wir. What? Hä? Was? Wie dumm! Ich hab. Oh, ich hab aus Versehen zweimal Liechtenstein gegessen. Das Land ist so klein, wie kann einem das denn passieren, ey? Ich habe einmal gedrückt und dachte, hä, hat der nicht eingeloggt? Wieso ist die Schweiz nicht grün? Dann habe ich es nochmal gemacht und dann gesehen, dass es hier ganz leicht grünlich aufgeblitzt hat. Liechtenstein. Wusstet ihr, dass man sich Liechtenstein, also das ganze Land, mieten kann für einen Tag? Das kostet, glaube ich, 17.000 oder 70.000 Euro. Ah, ein paar Runden schaffen wir noch. Oh ja, Jürgenos, fast einen perfekten Score. Ach. Das war ja dumm. Oh, Baby! Direkt der Erste hat gesessen. Ja, Andi hat von unten angefangen. Man weiß es nie, ne? Fängt man da von unten oder von oben an? Zack. Und das ist genauso. Sagt man zuerst Irland oder zuerst England? Hier sagt man auf jeden Fall Schweden. Oha, und wenn es nicht stimmt, Finnland. So. Schilder mit den Farben. Ah, oh, da ist auch eine fette Flagge, Alter. Hä? Was? Das ist ja deutsch. Aha! Aua. Wer hängt denn da seine Italien-Flagge raus, um mich zu verwirren? So, was ist es? Belgrad. Frag mich, wo mein Ingame-Sound hin ist. Was? Das ist nicht Malta.
Was? Bin ich blöd? Wo ist es denn? Hier! Hä? Was? Keine EU-Nummernschilder. Komische Sprache? Komische Schrift? Ich bin sehr verwirrt. Haben wir Rifts? Nee. Aber Montenegro gibt's auch ohne Rifts. Ist Montenegro in der EU? Bollatz! Oh, trotzdem letzter, weil ich einmal 0 Punkte hatte. Ja, 1-2 Runden schaffen wir noch. 1-2 Runden schaffen wir noch. Dann ist es endlich soweit. Crusader Kings 3 geht in die nächste Runde. War ein bisschen risky. Musste warten, bis eins von beiden rausgewählt wird. Das sind immer die spannenden Momente. Du hast eine 50-50-Chance, aber nur noch ein Guess. Und dann stellt sich die Frage, riskieren oder warten? Das sind die Momente, für die man lebt. Lettische Zebrastreifenmeter. Auf der Platz. Komm, das ist es diesmal aber. Ja, danke sehr. Trotzdem langsam gewesen. Ist das so deutsch, wie es klingt? Nee, es ist schweizerisch. Wow, wenn ich nicht wüsste, dass es Europa ist, würde ich sagen Korea oder so. Ah, ich dachte, da steht was. Oh, was? Die haben hier Kakteen? Ja gut, dann wird's. Oh. Süditalien? Ah ja! Aber weh, so südlich wie es geht. Der Süden von Sizilien. Jojo Genoss, alles Europa. Sein.
Tschechien-Slowakei bin ich gerade ein bisschen. Slowenien. Dass es am Ende Kroatien ist. Auto Pisna. Polen. Fucking shit, Mann! Oh, Flaggen. Slowenien. Ma. Findest du, das sieht aus wie Österreich? Kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Da bin ich Österreichischeres gewohnt von Slowenien. Aber genau das sind wir von den Niederlanden gewohnt. Hallo? Ach nee, das ist nur so ein Bot. Und tschüss. Hat sich ausgebottet. Ihr seid echt schnell, muss man echt sagen. Das ist so ein schönes Land, ey. Irgendwann muss ich mal in Norwegen Urlaub machen. Das sind die Lofoten? Nee, ne? Die sind hier, oder? Da hier? Da, hier sind die. Kann man wohl immer die Nordlichter sehen. Welt, Alter. Aber hier. Tatsächlich. Was? Du dummes. Ach, und ich habe. Wenigstens war ich nicht der Einzige. Wenigstens war ich nicht der Einzige. Hat diesmal für den zweiten Platz gereicht. Gen 4 Luxemburg ist das neu. Oh, bei Chawala wüsste das bestimmt. So. Die wahrscheinlich letzte Runde noch einmal aufwärmen. Noch einmal fokussieren. Ich wundere mich immer noch, dass der Sound bei mir weg ist. Hoffentlich ist er beim nächsten Mal wieder zurück. Gesehen, da lag Schnee. Immerhin noch Zweiter, ganz knapp. Oh, Letzter? Das kann doch nicht sein, ey. Alter, der Jürgenoss. Das ist ja wohl ein Witz. Komm, gib mir einen Bollard. Gib mir einen Bollard. Genau für sowas habe ich die doch gelernt. Die stellen hier ihre Bollards nicht auf. Ich sag gleich einfach Griechenland. Oder Serbien. Wäre ich mal mit meinem ersten Gefühl gegangen, ne? Das denkt man sich so oft. Was? Da stand auch Rüben. Ja. Oh, das Auge juckt. Ja, gut. Blermini. Blablabla. Italia. Mir fehlen die Sounds. Warum habe ich die nicht? Nochmal Blermini. Pass auf.
Name Leipzig wegen den gelben Straßenschildern? Ja, die roten Symbole. Ah, ich glaube, ich werde Dritter. Ich hätte mir nicht die Zeit nehmen sollen, nochmal auf ein Nummernschild zu gucken. Ich hätte einfach straight Frankreich tippen sollen. Aber wie immer knapp an der Führung. Ah, Seedog. 300 Punkte nur. 300 Punkte nur. So, vier volle Sterne. Ich sage GG. Boah, und wir haben auf die Minute. Auf die Minute sind wir pünktlich. Ah, gerne, Andi, gerne. Vielleicht hast du es ja geschafft, einen Bollard neu zu lernen. Ich bin auf jeden Fall verwirrt, weil wir heute diverse Bollards hatten, die ich vorher noch nie gesehen habe.